Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19, Folge 1. Wir sind heute mal in einem anderen Simulator drin. Nicht nur immer, sonst sind wir immer um Sieg, haben wir immer um Sieg gespielt. Aber haben wir so gedacht, so wegen dem Coronavirus und so weiter. Da hab ich gedacht, weißt du was, tust du mal probieren, dass wir LS machen wir als Projekt. Und zwar auf Hof Bergmann. Die kennt, denke ich, auch schon jeder. Das ist eine wunderschöne Karte mit einem wunderschönen Hof, mit allem drum und dran. Also man kann hier ins Haus reingehen mit Tür auf. Also da geht's ja gar nicht. Fahrzeuge haben wir auch schon mit dabei, aber ich brauche eigentlich das gar nicht mehr vorstellen. Schweine. Ja, ich habe auch schon Tiere hier, kleine Ferkelchen, und hier draußen sind halt die Schweine. Naja, solche ein paar gepunktete, ein paar normale, ein paar zu ganz dunkle. Ja, und zwar, was machen wir heute für die. Was brauchen wir? Wir brauchen Gras. Wir wollen nämlich mal Gras. Wasser, ich weiß, Wasser brauchen die ohne, die muss ich auch noch machen. Irgendwas vor Gras. Genau, die Kühe brauchen nämlich Gras. Und da habe ich mir so gedacht, tue ich mal welches absehen. Ich habe natürlich auch schon ein Feld gekauft. Zwei Felder von mit Gras. Und zwar einmal die 17 und einmal hier direkt bei uns die 16. Und ich denke mal, wir werden die 16. Oder machen wir. Gut, ich bin nämlich schon am Shop. Ich habe schon ein paar Dinge gekauft für jetzt. Wir fahren 17. Ist kürzer. Dann müssen wir wieder zurück. Also wir fahren wieder 17 auf der 7. Auf der 17. Ja, genau. Wir fahren auf der 17. Wir fahren auf Feld 17. Ja, hier sieht es ein bisschen chaotisch aus. Weil ich viel mal wie so. Wie immer eigentlich viel zu viel gekauft habe. Und zwar habe ich hinten ein, was sind das, ein Schwader und vorne so ein Mähwerk. Genau. Und daraus so, mit einem wunderschönen Trecker, mitten ein John Deere. So, Feld 17 fangen wir jetzt. Fangen wir mal an. Also ich halte mich hier ganz wenig an die Verkehrsregeln. Also wenn ihr schreiben sollt, wie fährt denn da hier? Überholt die ganzen Autos. Gut, das ist kein Omsi. Was hat mein Bruder wieder direkt gemacht? Aber ich gebe jetzt mal Mühe in den Videos ordentlich zu fahren und mich auch an die Verkehrsregeln zu halten. Blinker zu setzen. Ja. Hier vorne ist auch der Viehhändler. Und hier. Was hier auf der Karte cool und was ich cool finde. Das habe ich jetzt nie umgefahren. Hä? Ich bin doch schon extra hier eher schon ab. Hallo? Ja. Ich bin schon eher abgebogen, dann nimmt das doch ein bisschen länger mehr, aber das nächste Mal noch eher abbiegen. Noch eher. So. Dann fahren wir mal aufs Feld 17. Oh, das ist immer krass. Abbauen. Ja, es kommt mal was an, also mal ein paar andere Videos, Videos zum Beispiel. Ich finde, das ist noch nicht reif. Oder? Wachstum. Grün ist noch. Oh, Mist. Das ist schon Mist. Das ist schlecht. Kurz so richtig grün wird auch nicht angezeigt, wie die anderen hier 15 und so weiter. Wir gucken mal, wie das
Fahren wir erstmal ganz hinter. Stelle, wo wir richtig anfangen können auch. Ne, das ist gut eigentlich, müsste passen. Fangen wir jetzt an. Ich würde es aber gucken, wo es überhaupt reingeht. Zumindest wir hier anfangen. Also tue ich jetzt so. Mach so. Ich weiß ja hinten noch ein Schwader. Ich hab gesagt, ich versuche so weit wie möglich realistisch zu fahren, aber klappt halt nicht immer. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir wollen, wie frei das Ding hier wird. Das fährt sich nämlich aus. Blöd. Au. So viel wollen wir das jetzt anlegen. So richtig hier hin. Oder wir fangen gerade an. Fang so an. Dann brauchen wir nur Gras. Ist ja dann egal, wie wir das machen. Das ist ja kein Feld. Das ist halt nur ein Gras. Mal ein bisschen raus. So. Fahren wir mal kreuz und quer mal durch. So. Ob das schon geht, wenn wir gleich gucken. Nee. Nee, es ist noch so kurz. Gibt noch eine andere Graswiese hier unten. Tun wir jetzt mal ganz kurz gucken. Laufen wir mal ganz kurz mal schnell hin und tun wir uns entscheiden wir. Ja, hier ist der Hofladen, gehen wir mal hier durch. Scheiß drauf. Das sieht dann aus wie in Wachstum. Das muss so aussehen. Oh, fuck. Ich hab ne Idee. Wir fahren mit denen nochmal zurück. Also nicht zurück, also. Tun ein bisschen vorspulen. Tun das hier hin. Ne, wir tun vorspulen. Und zwar mal auf 120 Sekunden. Oder 120-fache Geschwindigkeit. Das kann ich, na gut, da kann ich noch ein bisschen erzählen, wieso ich jetzt LS mache auch. Und zwar habe ich kleine Probleme mit OMSI und Train Simulator kam auch nur 2-3 Videos raus. Mehr war es noch nie mehr, weil das auch nie lief und ich wollte euch eigentlich halt gute, na gut, Qualität, aber halt Performance, gute Performance bieten. Und das hat wohl OMSI und ETS hat das nicht gegeben. ETS 2 gibt sowas her. Kann sein, dass das auch eine fortgeschrittene Grafik ist, dass die der ETS 2 hat ja DirectX 11 OMSI, damit OMSI und Train Simulator haben wir noch DirectX 9. Und da habe ich mir so gedacht, okay, tust du mal ein anderes Projekt starten. Vielleicht kommt man da mehr Klicks, man, was weiß ich, ne? Und habe gedacht, okay, mach das mal. Ich habe auch meinen Kumpels gehört mal, die haben auch gesagt, machen wir vielleicht mal was anderes, also nur mal dieselben Spiele, weil irgendwann wird es auch langweilig. Ja, gut, verstehe ich. Wenn ich schon keine Livestreams mache. Genau, und
Dann habe ich schon eine Weile auch schon überlegt, ob ich komplett aufhöre mit YouTube, noch, wirklich, weil ich habe dann aufgenommen, dann ging es nicht, nee, dann habe ich wieder dargestanden, dann habe ich erzählt, dass das am Wochenende rauskommt. Ich sage, gibt es keine Versprechen mehr, wann das Video rauskommt. Ob das nach Ostern ist, das ist mir eigentlich egal. Ich habe, gut, wir haben 5 Wochen Ferien, Corona-Ferien, müsste passen. Oder müsste gehen eigentlich, aber. Habe ich, war ich eigentlich schon, aber. Habe ich mich doch nochmal über, habe ich mir doch mal eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich schon gedacht, tust du nicht aufhören. Du hast Programme, wo du das bisschen kleiner schneiden kannst, bisschen. Und dann, zack, muss das gehen. Das geht auch jetzt schneller ab und zu mal, oder Raps ist fertig hinten. Oder fast fertig, da blüht schon. Aus Gras wurden die. Gut, wir können, müssen wir halt den Träger hier stehen lassen. Und warten, bis das fertig ist. Also richtig dunkel wird es ja auch nicht, doch jetzt. Und ich schneide die Hälfte. Na gut, wir können dann. Wenn ich fertig bin mit den Sachen, egal. Ich schneide das, denke ich, schon raus. Und ja, dann habe ich doch nochmal Ruck gegeben und habe gedacht, okay, das ist doch nie aufhören. Und probier's mal ein anderes Projekt zu machen. So gesagt, dass du Ausweichmöglichkeiten hast, außer OMSI. Und habe ich immer gesagt, okay, wenn TS oder ETS2 nicht funktionieren, Ausweichmöglichkeit OMSI. Ich habe aber auch schon gedacht, wenn OMSI mal nicht mal seine Gehirnzellen anstrengt und sagt, nee, ich habe halt keine, überhaupt keine Lust aufzunehmen, ich habe halt nichts, ich tue jetzt so richtig die Performance runtersausen, habe ich nie einen Plan gehabt, was ich nächstes mache. Ich habe immer nur privat dann immer LS gespielt. Da habe ich mir gedacht, du kannst das dir doch vielleicht eigentlich auch teilen, das LS halten, also, ne? Und jetzt wird das dunkel, ich habe 120 Grad. Und habe ich so gedacht, tust du mir mal ein Projekt starten, dass du auch Ausweichmöglichkeiten hast zu OMSI. Dass ich dauernd immer OMSI, es sind 15 Folgen OMSI, ich habe gestern immer nachgeguckt, 15 Folgen OMSI 2 habe ich, 3 Folgen Train Simulator. Eine Folge ETS2. Der Rest eigentlich, das ist nur ein OMSI-Kanal. Und ich habe in meinem Trailer eigentlich versprochen, dass ich oh, ETS2 mache und Fancy Mode mache. Wenn die zwei Dinge nicht funktionieren oder nur eins davon nicht funktioniert und ich habe auch keine Lust, ETS2 dann aufzunehmen, habe ich immer automatisch auf OMSI gefasst. Dann habe ich schon gedacht, weißt du, was machst du? Greifst du das nochmal die Chance und tust mal ein neues Projekt starten und voilà. Hab schon ein neues Projekt. Es würde doch öfters mal LS kommen und kein, also weniger um sie, ne? Das ist auch mal ein bisschen abwechslungsreicher ist. Wenn wir schnell das Internet haben. Telekom tut uns immer die dritte Rechnung machen. Haben wir heute früh auch wieder gemerkt, was Internet wieder weg hätte kotzen können, aber ja. Haben wir nämlich von uns ein schönes Thema geguckt. Ein Stück Werbung, nein. Und ja, wenn wir dann gewechselt haben, Anbieter, haben wir dann schnelleres Internet. Dann kann ich auch mal live streamen. Ist so, ist es nie. Ich habe schon mal live gestreamt, zweimal. Und dann habe ich schon aber abgebrochen, weil das Internet und die Spielqualität darunter gelitten hat. Und dann habe ich gedacht, nee, lässt es sein. Und bis da, dann habe ich ja nie wieder gestreamt. Und ich würde gerne mal streamen. Auch mal abends. Oder jetzt zum Beispiel, wenn wir Corona-Ferien haben. Oder Osterferien oder Sommerferien. Ich habe gehört, dass die Sommerferien gekürzt werden. Toll. Und ja, also werden jetzt ja öfters auch mal LS-Videos kommen. So, es reicht mir aber. Es regnet. Och nee.
Ist doch nicht dein Ernst, es regnet. Es ist wenigstens Gras fertig. Toll. Also können wir das eigentlich. Okay, Leute. Das schneide ich raus. Weil, denk mal so bis morgen früh um 6. Also, bis gleich. So, jetzt machen wir weiter. Es ist um 7. Es regnet trotzdem nur, aber mal gucken, ob der uns annimmt. Was hab ich jetzt? Wollte ich doch gar nicht. Hä? So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich habe gerade einen Helfer eingeschaltet gehabt. Das war jetzt nicht so meine Idee, aber so fahren wir mal unsere Kreise hier rum. Also das geht zumindest noch. Wir hört gewittert so ein bisschen. Aber naja. Also vorhin habe ich schon geredet, es wird kein Amsi oder weniger Amsi geben. Aber solange wir uns nie klar mit der Geschichte kommt, werden auch solche Videos auch öfters kommen. Ich fahre hier ein bisschen rum ums Feld, also das ist schon mal so, wie so Fährten da hier. Also, ob das so geht, wie ich das will. Ganz kurz. Ja, der will, wie ich will. Sehr gut. So, und geht's weiter. Bisschen rum und Mann, Mann, Mann. Ganz gemütlich hier rum. So. Es gibt ja auch ein Update und zwar hat unser lieber Amsi der beste Entwickler. Haha. Kevin Nietzschmann ein Update gemacht. Was nicht über Steam erhältlich ist, zum Himmel, wenn irgendwelche Probleme sind aufgetreten. Und da wird das Coronavirus ein großes Spiel haben. Und zwar ist es neu, die Busse haben. Ne, die Absperrung. Das bedeutet, dass die Leute hinten einsteigen und nicht mehr vorne beim Fahrer. Wird kein Steam geupdatet, muss man sich bei der Facebook-Seite von denen. Oh gut, die geht's runter. Die Face bei der Interface an der Inter. In der Facebook-Seite von denen herunterladen. Link tue ich nicht reinstellen, weil ich weiß, die ganzen Amsianer mögen ihn nie. Das ist bekannt. Komm, ich hole mir. Schlecht. Und darum werde ich das auch erst nicht machen. Also, so ist das zumindest. Ich mache hier nie. Ich habe jetzt mir so eine Grenze gemacht, wo ich weiß, okay. Ist das Innere hier tue ich dann weg machen und das Äußere lasse ich, weil ja kann man sich downloaden, aber ja, kein Roboter halt ernsthaft. Das ist hingeklatscht, das ist lieblos gemacht in dem Bus. Also, dann tut euch lieber von den Projekt Potsdam für den MNDD das herunterladen. Das ist viel schöner, viel besser gemacht und ernsthaft, das andere müsst ihr euch nie. Müsst ihr euch nicht antun, ernst, das ist Kindergarten, was der macht, also. Das ist ja kompletter Blödsinn. Ja, ich weiß, ich tue mich jetzt hier an die Regeln halten, ich weiß. Bisschen
durch den Wind fahren. Ui. Wo ich mal sagen kann, das ist so ein schönes Spiel, wo du mal wirklich mal deine Sauer ausweisen kannst. Natürlich hätte ich jetzt Mais oder Mais machen. Würde ich das nicht, würde ich nie hier rum und so von der wollte ich an der Kante so zurück vor zurück oder mal so im Kreis fahren. Das muss, denke ich, jetzt auch nicht zu ordentlich sein. Es ist hier immerhin gerade so lang wie welches hier liegt dann, denn das wechselt ja dann alles noch. Aber dass es hier regnet, das ist schade. Und gewittert. So. Lange schaffst du denn, dafür brauchst du ein größeres Mähgerät eigentlich, naja. Ja, im nächsten Teil werden wir uns ja über die Ernte beschäftigen, also Maisernte, hier Rapsernte, was wir von uns gesehen haben hier drüben. Das werden wir uns als nächstes angucken und bearbeiten, ernten oder im Feld, was ich schon gemacht habe, probieren. Also das machen wir dann erst zum nächsten Mal. Wir tun jetzt hier ganz gemütlich erstmal das Dings und dass euch nicht langweilig wird. Ein bisschen Rockradio. Das ist jetzt hier Radio, also, ne? Ich hoffe, YouTube sagt dann, nee, das geht nie. Gut, ist mir voll gut. Sind das für Künstler? Weiß ich doch nicht. Es ist nicht meine Musik. Das ist so eine LS-Musik halt nur. So still ist. Die anderen YouTuber machen es. Oh, kriegen auch keinen Ärger und ich drücke Ärger, wenn ich mal irgendeine Musik drauf mache, ganz ehrlich. Nur wegen diesen scheiß Artikeln, was die EU verbietet. Futter, ey. Kann keiner verstehen, aber. Alle sagen, du kannst Musik machen. Bei meinen Freunden. Sagen, oh, hier kannst du Musik dann machen. Mach was sollte da passieren? Ist so, du kannst von denjenigen angezeigt werden. Oder was weiß ich, oder kannst da, ach was weiß ich, was du da machst, was da passiert ist. Hab eh ein Video, das habe ich dann, na gut, nie entfernt, aber die sagen dann in den Teil entfernt und halt gar kein Sound mehr. Das war glaube ich ein ETS-2 Video, das erste. Und, ja. Das können wir dann noch stehen lassen. Das können wir mal so aus Langeweile oder mal einen Livestream machen. Wenn man kommt, eh dann mal kommen sollte. Aber ist ja nur ein Video, let's play. Ja. Mittlerweile haben wir auch schon 19, oder habe ich schon 19 Abonnenten. Was mich natürlich sehr freut. Also ernsthaft. 19 Abonnenten innerhalb von. Wann habe ich angefangen? 2019 in August. August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. 8 Monaten her. Und ich habe schon fast 20 Abonnenten. Ey, das ist schon krass. Und ich, wenn ich kann, würde ich auch ein Livestream machen für euch alle, natürlich, die abonniert haben. Auch die, die abonniert haben und trotzdem verleitet meine Videos gucken. Aber lasst. Wenn ihr jetzt das Video gucken tut, lasst mir den Like da. Das wird und natürlich ein Abo. Ich stecke so viel Zeit hinein. Ich tue ja auch jetzt reden. Also damals habe ich gut verstanden, okay, das haben jetzt nicht so viele geliked und nicht so viele angeguckt oder sowas.
Das ist ja dann ganz langsam mal so auf 10, dann so über 10 noch. Mal 2-3 Monate nur 15 gehabt. Und auch wenn jeder Kommentar kommt, die tue ich gekonnt ausblenden. Die haben dann halt nicht zu tun tagsüber, die haben immer Corona-Ferien. Und ja. Ich denke, es müsste reichen, wenn wir dann vorne sind. Bitte. Naja. So, dann fahren wir erstmal wieder zum Hof und dann warten wir uns einigen, dass es öfters LS-Videos geben wird. Wie gesagt, lasst ein Abo, lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben, macht einen Daumen nach oben und aktiviert natürlich auch die Glocke, dass ihr keine Videos mehr verpassen tut. Und ja. Sind wir hier am Ende? Na gut, ich weiß, wir haben noch quasi. Ich bin nicht so einer, der noch eine Gras erntet hier. Kein, also hier kein. So. Vorne aus. Hinten aus. Einklappen hinten. So. Und dann push privat selber ein Stück. Vielleicht haben wir nächstes Mal schon etwas Größeres von dran. Also, halt nicht groß, also, ne? Okay, weg reinpacken. Naja, so, zack. Mann, kann man ja halt nie. Nicht gesagt, tun wir doch ernten, aber. Man muss merken, dass das die Nebenfeldzimmer ist, dieses Hops. Letztens habe ich mich noch verfahren. Da wusste ich dann immer, wo mein Hof ist. So, Mähdrescher, das ist ein bisschen Übergröße halt. Passt nicht rein. Schade. Das habe ich jetzt ein bisschen länger. So. Das werde ich hier vorne wieder dran machen. Hinpacken. So, zack. Nee, das brauche ich. So. Und das tun wir denn das hier vorne irgendwo hin? Beide Schweine. Muss nur noch einen Platz ausdenken, wo das hin kann. Hier bitte. So, na. Ruckelt's auch ein bisschen auf. Oh. Gewichtschutz dran machen, das ist nicht zu vergessen hier. Und wenn euch wundert, ja, ich fahre mit Lenkrad mit meinem Logitech G29. So, eingepackt. Zack. Oh, muss man mal Motor anmachen. So, jetzt. Ja, das war's Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mach mal einen Screenshot hier. Toll. Kamera.
Screenshot. Ah, ist Druck. Was passiert? Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es ist halt bestimmt ein bisschen kürzeres Video. Aber ich sag Tschüss und bis zum nächsten Let's Play. LS19 oder auch Omni 2. Tschüss.